So, ein herzlich willkommen zurück zu Call of Doom 21. Naja, eigentlich ist es ja eher Call of Doom Version 0.5 Beta, aber naja. Es basiert halt auf Brutal Doom 21, von daher nenne ich das auch immer so. Auf los geht's los, oder vielmehr auf los geht's weiter. Episode 1, Map 7, also die vorletzte in dieser Episode. Load und dann sollte das passen. So, sollte passen. Okay, okay. So, okay. Was erwartet uns? Welchen Skill habe ich eigentlich gerade? Ah, okay. Den richtigen Skill. Bleiben Sie weg. What the fuck? Chill mal dein Leben, Bruder. Geht er ja wie auf den Kindergeburtstag. Aua. Vielleicht doch ein bisschen laut. Platz mir quasi das Trommelfell hier. So. Sollte passen. Bleiben Sie weg. Hi-ha, hu-ha. Der da oben macht mir Angst. Jetzt immer so schön außerhalb meines Sichtfeldes. Holy shit. Okay. Und damit gehört die gelbe Karte schon mal uns. Sehr schön, können wir mal speichern. Ja. So. Ich hätte mal, aber wir gehen mal lieber von hinten rum rein. Beziehungsweise von ganz hinten rum. Können wir die Sache mal ein bisschen besser aufräumen. Hallo? Scheiße! Ah, fuck. Warum ist der Knitzer nicht hochgegangen? Mist! Ich schaffe euch alle. Wow! Ah, das war doch mal eine saubere Leistung hier. Hallo? Sehr schön!
Was? Achso, ich stehe oben noch. Da la Munition einräumen, einholen, einsaugen, einatmen. So, sehr schön. Oh, wow. Die da immer so eine schöne Schießsparte haben, ey. Alter! Da kommst du nicht gegen an! Geh doch! Das ist ja illegal, was die da oben machen. Oha! So, alles geklärt. Dann können wir jetzt mal hier oben rauf. So, wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Wow, Alter, ich habe den Typ das zwar gerade gesehen, aber überhaupt nicht viel voll genommen. Scheiß die Wand dann. Was mache ich hier gerade? Bin ja vollkommen hier. Oh, scheiße. Okay, komm. Dann müssen wir erstmal hier halt gegensteuern. So ungefähr. Nein. Nein. So. Ja, ich habe ein bisschen die Tastenbelegung geändert. Von daher muss ich dabei erstmal hier wieder ein bisschen reinkommen. So, ich würde gerne die Typen, die jetzt da runterkommen, mit dem Ding da erledigen. Ich weiß aber nicht genau, wie das funktionieren soll. Na, ich glaube, es wird gar nichts. Es funktioniert nicht. Schade eigentlich. Dann halt doch lieber hier klassisch. Hat es auch nicht so schön funktioniert, wie ich gehofft hatte, aber... Jedoch. Ist der mal. Was ist los mit dem Viech? Oh Mann, Alter, wir brauchen gerade ganz schön viel Munition. Das ist nicht gerade das Goldene vom Ei. Geh ich da rauf? Ja, komm. Und jetzt? Scheiße, ich muss ja noch runter. Ha! Ob ich das wohl schaffe? Was tue ich hier gerade? Alter, verliere ich aber gerade viel Leben, ey. Oh Gott. Nein. Ach, komm. Ich brauche diese Rüstung da hinten. Jawohl. Ah ja, hab einmal Schaden bekommen. So, 200 Leben und 200 Rüstung. Gar nicht mal so schlecht die Bilanz. War hier noch irgendwo ein Health Pack? Nee, ne?
Gut, dann können wir jetzt den nächsten bereits unsicher machen. Ja, wie halt eiskalt überlebt haben. Klappe. Sehr schön. Was? Was höre ich denn hier gerade? Ich höre irgendwo von Pinky. Achso, hier wahrscheinlich. Ja. Wow, Alter. Das war heftig. So, wisst ihr was? Wir gehen erstmal hier oben rein. Einfach mal die Klappe halten. Sehr schön. Kann sein, dass das Ding hier aufgeht, wenn man den Weg da lang geht? Hm. Irgendwann werde ich kapieren, wie das Ding hier funktioniert. Also jetzt ist es gerade zumindest auf, von daher geht man davon aus, dass das Ding immer dann aufgeht, wenn man hier lang geht. Muss ich mal schauen. So, jetzt muss ich aufpassen. Hier kommt wieder ein paar Gegner. Gab's doch bei Brutal Doom 21 nicht mehr, dass man durch Fensterscheiben Schaden bekommt. Mann, Alter, mit dir muss ich echt kaputt machen. Gibt's doch ja nicht. Weil das war nämlich früher so, dass man halt, ne, so wie jetzt gerade, wenn man Fensterscheiben kaputt macht, während man daneben steht, hat man halt Schaden bekommen. Das wurde aber bei Brutal Doom 21 entfernt, soweit ich weiß. Kann ich so eine Granate reinwerfen? Nee, ist jetzt weit weg. Viel zu weit weg. What the fuck? Upsala. Boah, Alter, ich dachte schon, der beißt mich jetzt. So, Licht an. Und dann gucken wir mal. Was uns hier erwartet. Konnichiwa. So. What the fuck? Alter. Von wo bitte? Ach, weil sich die Sachen geöffnet haben jetzt. Ja, klar. Ah, scheiße. Okay. Hat uns ja nicht getroffen. Von daher. Ah, wow, das war ja richtig schön dumm. Einmal schön zu weit schlittern. So. Das ist Munition. Egal. Fick die Henne.
Unsere schöne Rüstung ist weg, Mann. Also nicht weg, aber ganz schön scheiße. Wo denn? Ist der links von uns oder was? Klingt fast so. Moment mal. Nö. Mein Kopfhörer dreht schon drum auf. Ich habe aber gerade von links jemanden gehört. Wahrscheinlich da, kann das sein? Man weiß es nicht. Aber ich sehe hier keinen, aber irgendjemand schießt hier auf mich. Okay, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Wer jetzt im Tactical Mode spielt und dann laufen vor Gegner rum, die man, wo man nicht weiß, wo die rumlaufen, ist etwas, was man eigentlich vermeiden sollte. Hallo? Die Post ist da. Bitte melden Sie sich am Schalter 1. Na gut, komm, wir holen mal die blaue Karte hier. Oh, jetzt hat sich noch mehr geöffnet. Easy. Zum Beispiel das Ding hier. So. Und der Bier gibt jetzt richtig Chaos. Vor allem hinter der Tür hier. Wer weiß, vielleicht sollten wir die gar nicht von hier öffnen, sondern von der anderen Seite öffnen. Oder wir machen einfach hier dick Move. So. Tada. Was war denn das? PDW-Ammo. PDW? Was ist das? Also wir haben gerade eine PDW, aber war das für die Waffe? Nee, ne? Kann das sein? Keine Ahnung. Also ne, wir, die Waffe, die wir gerade in der Hand haben, einfach mal unten links unten rechts lesen. Die heißt halt PDW 57. Aber dass die Ammo da dafür so aussieht, ist mir echt ein bisschen neu. So, okay. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Jawohl, sehr schön. Hier hat niemand überlebt. Ich habe noch mehrere überlebt. Zum Glück habe ich gerade gespeichert. Lol. Okidoki. Einfach mal den Prozess abgewürgt, warum auch immer. Ja, ab und zu stürzt Puddeldum, stürzt mal GZ-Dum ab. Ist wirklich sehr selten. Aber man sieht ja auch schon, wie viele Fehler durchraten. Ich bin froh, dass das Ganze überhaupt läuft. Von daher. Wir haben ja gespeichert zum Glück. So, dann das Ganze hier nochmal. Gut, jetzt mal gucken, wie wir das jetzt dann am dümmsten machen. Schade, geht nicht.
Okay, da unten können wir mal auf dem Dach vorbeigehen. Halt. So, schön mit vollen Taschen das Level beenden. Und dann würde ich mal sagen, das war's auch schon für das Level. Easy. Dann sehen wir uns morgen zum letzten Level dieser Episode. Das kann ja spaßig werden. Bis dann.